Herzlich willkommen hier zu Autorengedöns, dem Autoren-Podcast. Heute zu Gast wieder Jan Wolsin. Hallo. Was war das? Hallo. Hallo. Und ich bin Olaf Andersen, aber mich kennt ihr ja hier auf meinem Kanal. Welches Thema haben wir denn heute? Heute geht es um die Selbstständigkeit. Bist du selbstständig? Ich bin selbstständig seit 2016. Okay. Und seitdem auch Autor. Gut. Das heißt, ich habe 1, 2, 3 Bücher habe ich rausgebracht. Mhm. Und das erste Buch hieß Ins Herz deiner Seele. Ja. Und dann habe ich Josh und Jerome und dann meine Autobiografie. Okay. Und ja. Und du? Ich bin auch selbstständig, aber erst ein bisschen später, weil, wie gesagt, habe ja erst seit letzten Jahres angefangen zu schreiben, habe aber auch ein Notizbuch rausgebracht. Bin erst wenig später selbstständig geworden und habe es aber auch erst vor meiner Veröffentlichung meines Notizbuchs gemacht. Weil, für mich wie geschnitten Brot. Nein, also ist jetzt. Aber jeder gute Autor bringt erstmal ein Notizbuch raus. Ganz genau. Habe ich ja auch gemacht. Und aber sobald man eben halt Einnahmen generiert, sollte man vorher selbstständig sein. Mhm. Entweder, aber da müsst ihr euch dann mal sachkundig machen. Wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung. Es ist alles nur das, was wir, Jan und ich, als Erfahrung gesammelt haben. Gemacht haben. Und aber was denn für euch, dann müsst ihr dann individuell dann schauen, wie das geht. Genau. Also wir haben dann praktisch, oder man überlegt, freiberuflich. Und ich habe nur gerade mein Wasser gesucht, red weiter. Geht also sicher auf, red weiter. Als Freiberufler ist oder ob... Da gibt es Unterschiede. Freiberufler ist ja, wenn du nur so Autor bist. Genau. Und wenn so wie ich zum Beispiel und du ja auch so einen kleinen... Du hast jetzt noch keinen Shop? Nein, aber sobald ihr irgendwelche anderen Einnahmen generiert mit eurem Autorennamen wie T-Shirts oder Postkarten oder keine anderen, dann ist das schon wieder als Gewerbebetrieb und dann müsst ihr... Das als Gewerbebetrieb. Würdest du die Selbstständigkeit als schwer bezeichnen, also dieses Anmelden überall in den Portalen beim Gewerbeamt? Man muss nur sich überlegen im Vorfeld, ob man nur rein Freiberufler sein möchte und nur schreiben oder ob man dann nebenher dann noch andere Sachen wie T-Shirts, Postkarten etc. verkaufen möchte oder ob man das im eigenen Online-Shop machen will, dann sind auch schon wieder andere Regeln, Vorschriften, also das sollte man dann eben halt alles im Vorfeld überlegen. Und ist das ein Unterschied, ob ich Kleinunternehmer bin oder? Naja, das ist dann eben halt, hat wieder was mit dem... Also hast du das gemacht, die Kleinnehmerregelung? Ja. Ja, ne? Ja. Ich habe das auch gemacht, weil ich denke, also die wenigsten werden ja sofort irgendwie, also weiß ich nicht, aber gehe ich mal davon aus, dass die gleich 6.000 Euro umsetzen oder 20.000 oder so. Ich glaube, wenn man anfängt... Muss man sich, wie gesagt, alles überlegen. Am besten man redet oder man erkundigt sich beim Finanzamt oder Steuerberater, wenn ihr habt, um da eben halt für euch die günstigste Konstellation auszusuchen. Weil Kleinunternehmer und dann vom Kleinunternehmer raus, in, wie gesagt, mit Mehrwertsteuer, Ausweisung der Mehrwertsteuer alles und dann wieder zurück, das geht nicht. Also man sollte sich schon im Vorfeld überlegen, wo man hin will. Also ist deine Erfahrung? Ja, das ist nur meine Erfahrung und alles kann auch. Und jetzt mal so von diesen juristischen Sachen mal so ein bisschen weg. Macht dir die Selbstständigkeit als Autor Spaß? Es macht, wie gesagt, Spaß und man guckt und ist ja mit allem Es gehört frei. Zum Autorendasein dazu. Es gehört dazu. Ja eben halt dazu. So, und also man kann vorher schreiben. Ja. Also du kannst hier 6 Jahre schreiben und musst kein Gewerbe haben. Nein, du kannst es ja bei dir auf dem Rechner in der Schublade lassen. Da passiert ja nichts und sowas. Aber sobald dein Buch die Öffentlichkeit erreichen will, sollte man sich vorher, wie gesagt, anmelden beim Gewerbeamt und Finanzamt und ja. Mhm. Und wichtig ist noch, erkundigt euch bei eurer Bank, ob ihr mit eurem privaten Girokonto auch gewerbliche Einnahmen buchen lassen könnt. Du hast ja ein Konto, das könntest du ja vielleicht mal verlinken. Da gibt es doch so einen Verlink,
na, hier kannst du noch Leute doch so werben. Ja. So, und das findet ihr dann in der Videobeschreibung. Genau. Und dann könnt ihr euch ja da mal gucken und dann ist auch rein. Kostet euch jetzt auch nichts extra, sondern rein kostenlos. Die Aktion ist, glaube ich, noch, ich weiß nicht, wenn das hier rauskommt, was immer noch so ist, aber du kriegst 50 Euro ja. Und derjenige, der sich anmeldet, kriegt auch 50 Euro. Genau, also 50 für dich, 50 für mich. Ist doch eine Win-Win-Situation. Genau. Ja. Also wie. Ja, du zuerst. Wie gesagt, also da müsst ihr euch bei eurer Bank sachkundig machen, weil wenn ihr dann eben halt mehr gewerbliche Einnahmen buchen lassen lässt, dann kann euch das Konto gekündigt werden, weil es eben halt nur ein privates ist. Ich finde auch gerade so am Anfang der Selbstständigkeit ist es auch unheimlich wichtig, so wenig Unkosten wie möglich zu haben. Genau, also wie gesagt, schaut immer mal auch, was jetzt... ich habe nur gerade so die Hand Jan... ja. Auch mal gesagt hatte, Homepage müsst ihr gucken, da gibt es ja auch von bis Kosten. Ihr müsst für euch wissen, welcher ist für euch der beste Anbieter und vielleicht erstmal nicht den teuersten, aber das auch nicht ist den schlechtesten. Auch, dieses Autorendasein ist sehr aufwendig, das habe ich total unterschätzt. Ich dachte, ich schreibe hier so ein schnödes Buch, bringe das raus und fertig ist. Aber dieses Ganze, man braucht ja ein Twitter oder ein Instagram, ein Facebook, ein YouTube, ein TikTok, ein Snapchat, ein LinkedIn und ein Podcast wie wir brauchen wir jetzt auch. Ja. Und man ist damit beschäftigt und man hat noch kein Wort geschrieben. Mhm. Also man sollte nicht alles machen, aber das gehört ja irgendwie in die Selbstständigkeit mit rein. Mhm. Weil du, also wir reden ja immer hier aus der Sicht des Self-Publisher. Mhm. Genau. Mhm. So, und dann ich ja, wie ich, habe ja noch einen Brotjob, einen Hauptbrotjob. Also muss ich ja das Ganze ja noch nebenher auch noch betreuen. Ja, also ich habe es unterschätzt. Und wenn man eben halt schreibt, dann muss ich das eben da gucken, Feiertag, Urlaub, Sonntag und dann, ja, und wenn man dann abends nach Hause kommt, dann muss man dann eben halt gucken, dass man seine Kanäle, die man so noch hat, dass man die auch bespielt. Ja, also das ist schon Fulltime-Job, wenn man das richtig macht. Deine. Also jetzt nochmal. deine Leute hier auf dem YouTube-Kanal und draußen, die wissen das ja auch nicht, ich bin im Moment ohne Arbeit und ich habe den ganzen Tag Zeit, sage ich mich mal, um dieses Autorendasein zu kümmern. Und ich bewundere jeden Autor, der neben seiner hauptberuflichen Arbeit noch nebenbei so eine Selbstständigkeit aufbaut. Ich habe das total unterschätzt. Also, und ich frage mich, irgendwie, bist du jemand, der so morgens so sich hinsetzt und sagt, oh, ich schreibe noch eine Runde? Nein. Also das, wie gesagt, morgens geht bei mir gar nicht. Was habe ich denn immer mit der Hand neuerdings? Entweder lasse ich sie fallen oder ich mache hier so ein kleines Schattenspiel. Nein, also ich bin so eher dann so der Sonntags. Mhm. Also ich brauche da wirklich meine Zeit und so kurz. Ja, aber Selbstständigkeit bedeutet auch diszipliniert sein, oder? Mhm. Buchhaltung muss natürlich auch gemacht werden. Stimmt, ja. Also das könnte ja nicht dann... am besten monatlich, wa? Das am besten, ja, wenn wir, also ich mache es immer monatlich, damit man das auch alles abheften kann. Und wenn dann nicht das Jahr zu Ende ist und dann den Schuhkarton rausholen, ja, dann sieht ja keiner mehr durch. Also nee, das stimmt. Dann muss schon ordentlich alles aufgearbeitet sein. Ja, das war das zum Thema Selbstständigkeit. Also wie gesagt, da müsst ihr dann für euch dann gucken, was da das Beste da für euch ist oder... Haltet die Kosten so niedrig wie möglich, genau, weil also, am Anfang werdet ihr, wie gesagt, wahrscheinlich nicht so viel verkaufen, denke ich. Und da ist, wenn ihr ein Notizbuch habt, was da so mal so ein paar Euros reinbringt. Wobei ich sagen muss, kann natürlich sein, wenn du jetzt, wir beide schreiben ja nun so Gay-Romane, kann natürlich sein, da habe ich keine Ahnung von, im Fantasy-Bereich vielleicht verkaufst du da auch gleich 10.000 Stück, das kann natürlich sein. Und wir sind hier nur die, sag ich mal, die Loser, die abstinken. Weiß man nicht. Ja. Aber so unsere Erfahrung halt. Unsere Erfahrung, ganz genau. Ja. So, gut. Das war die zweite Folge. Ja. Autorengedöns, der Autoren-Podcast. Schaltet wieder rein. Irgendwann dann auch mit einem nicht weißen Hintergrund. Ja. Daran arbeiten wir noch, genauso an der Technik, dass auch alles hier hübsch ausbeleuchtet ist. Das ist jetzt für ein Audio. Manchmal könnte man dann auch für die Videoleute das hier so ein bisschen die Blumen austauschen. Ja. Ja, so dass es so ein bisschen wilder ist hier. Mit den Abständen mal ein bisschen, damit es schön wird. Genau, oder wir könnten jetzt auch das so rumstellen. Nur damit ihr erstmal
Oh, das ist für den Ton gut. Ja. Ja. So, gut. Haben wir das auch geklärt. Dann war schön mit euch. Ja. Schönen dann, Dank. Wir sehen uns ja dann irgendwie demnächst. Genau, mehr. Vielen Dank an Jan, dass er wieder hier bei mir zu Gast auf dem Kanal war. Ich sage damit dann tschüss, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Audio-Podcast. Euer Olaf. Tschüss. Tschüss.